Ja, und damit wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Witcher 3 mit euren Sarex. Ich muss pissen wie ein Stier. Das interessiert mich kein Meter, mein Freund. Also, wir haben einen Auftrag von Soltan gekriegt, um Rittersporn zu finden. Und dann ist mir aufgefallen, der Ton ist weg. Also suchen wir jetzt Priscilla, eine Badin. So viel kann ich schon mal von dem Gespräch mit Soltan erzählen. Und ich hoffe natürlich, dieser kleine Fauxpas wird uns nicht stören. So, wir müssen durch die Stadt. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil es dauert. Aber was soll man auch anderes machen? Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Ponts. Okay. Fließen fließt der größte Abschaum nach Novigrad. Zauberinnen, deren Verführungen die Huren erblassen lassen. Finsternis? Überall Finsternis um mich herum. Was haben die denn so eine Angst vor mir? So wirklich. Hier warten sie schon alle. Soltan? Ich kann mir die Stadt unter Emrys Fuchtel gar nicht vorstellen. Ah, ich muss bestimmt warten. Aber bitte meditieren. So. Ach, sagen wir mal 20 Uhr. Und geht jetzt nicht. Wie denn? Was denn? Wieso nicht? Komisch. Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Rittersporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine. Das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Bis dann. Das interessiert mich kein Stück. Aber da wir hier drinnen nicht meditieren können, machen wir das draußen. So. Mal kurz auf Meditation und dann ist das schon geregelt. So. Nee, 20 Uhr reicht völlig. Mehr brauchen wir auch nicht. So, mal sehen, ob jetzt gut besucht ist. Oh, ja. Passt perfekt. Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Zwergensprache für Sitz. Gelegenheit wahrscheinlich. Mal sehen, was jetzt kommt. Sternen so wieder in Ewigkeit verbunden.
aus meinen Träumen. Bittere Stachelbeere, süße Flieder. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich rabenschwarze Locken, deine Veilchenaugen von Tränen nass. Ich frage mich, ob du Schicksal bist oder ob der Zufall uns zusammenführte, als ich den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du gezwungen, mich für immer zu lieben. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich rabenschwarze Locken, deine Veilchenaugen von Tränen nass. Das hörte sich fast an wie die Geschichte von Geralt. Ach nö, die kennen wir doch. Den kenn ich! Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Unsere Hilfe. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Schnell abgewiesen worden, die junge Frau. Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das... Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Das kann man so und so sehen, junge Frau. Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt, sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt, wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Kommt mit.
Ah, Heimlichkeiten sind Schlechtigkeiten. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolfens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Also es ist schon vorteilhaft, dass ich nicht fluchen muss, dass das Spiel für mich das erledigt. Aber der Zwerg tut ja dauernd fluchen. Rolven, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior? Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Soldat. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der 4 Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigirolfen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigirolfen. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Rolfen hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Werde ich... Tja, ich hab hier nichts versuchen. Ich gehe wieder ins Kriegsmarine. Ich muss pushen. Du Lumpenproletarier. Vielleicht hört er dich. Was hast du denn so graue Haare? Wir sind Stufe 13. Das ist doch mal nice. Kaum angefangen zu spielen und schon Stufe 13. Da können wir doch mal einen Punkt vergeben. Mal sehen, was haben wir denn hier Feines? Hier unten haben wir auch schon was frei. Okay. Natürlich, wenn wir unsere Fähigkeiten etwas verbessern. Dafür fehlt mir noch ein bisschen was. Quint ist aber eins meiner wichtigsten Talente. Okay, geben wir dir noch einen Punkt. So. Jawoll. Mit Feuer und Flamme dabei, könnte man sagen. Und wollen wir mal zu Räuvens Badehaus. Badehaus. Na, das Wetter ist ja schon mal passend dafür. Mal sehen, was passiert. Ist da jemand? Aufmachen! Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen! Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Sag ihm, Geralt von Riva will ihn sprechen. Kann nicht versprechen, dass Herr Rolven Zeit für dich hat.
Wollen wir wetten? Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Och, lass mich doch endlich rein. Sigi Räuven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. So siehst du aus, als würdest du jeden Tag einen Happen essen. Entschuldigung das für den kleinen Witz. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Du kannst dir ablegen. Deine Ausrüstung passiert nichts. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich will meine Schwerter und alles wieder haben. Wunderbar. Sigi Räuven wartet nebenan. Okay, wir müssen hier schnell durch, denn hey, ist nicht jungfrei. Netten Arsch hast du da. Hast recht gehabt, denn ich bin für die Liebe wie geschafft. Ich befohlen, sie der Leiche in den Arsch zu schieben. Dann hat er die Leiche zurückgeschickt als hast so ausgestreckt in Frieden. Dann hast du Räuven noch. Das ging hoffentlich schnell genug, weil ich möchte ungern was zensieren. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Räuven, dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Probleme mit den Röhren? Nein, das ist unter Kontrolle. Geralt ist ein Freund von früher. Obwohl... Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst! Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Nur ein paar, okay. Der Axt nimmt doch Kläne. Wie denn? Nicht nur ein Streitkolben? Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Ah. Zwerge haben es einfach drauf. Ja, Schutzflüche. Mach ihn platt. Komm schon, mach ihn platt. Na, naja, nichts Wirkliches dabei. Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Wer hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Das ist privat. Ah, Geralt legt großen Wert auf seine Privatsphäre. Es war ein blutiger Albtraum, ihn auszuspionieren und zu beschatten. Trotzdem. Als er Marigold gesucht hat, war er nicht so misstrauisch. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren?
Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du? Uralt oder wie auch immer du heißt? Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Freundlicher Genosse. Ich muss Hurensohn finden. Sieht aus, als müsste ich auch noch schneller als Hacker sein. Hacker wird ihn nicht so schnell finden. Junior kann sich gut verstecken. Er besitzt Bauernschleue. Sieh an, so spät schon. Viel Glück bei der Suche, Hexer. Ich komme morgen vorbei, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Na endlich, wieder ein paar Klamotten. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6 Mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Also mehr Feindschaft als Freundschaft. Na, Brustmahlzeit. Tut mir leid, das zu hören. Es tut dir leid. Dann hat sich's ja geklärt. Jetzt zeig etwas Mitgefühl und dann werde ich bestimmt wie durch ein Wunder gesund. Hör zu, Rolf. Oder eher Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sag ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Ich mag meinen Stahlpimmel, den will ich auch einsetzen. Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visi mir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Reich Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Okay. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen. Obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen.
Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Das ist aber nett. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Was für ein Sarkasmus. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfahren. Du wirkst so gereizt. Stimmt etwas nicht? Entschuldige, ich war in letzter Zeit unausstehlich. Das Alter, die Wechseljahre, die Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen. Dijkstra, Männer haben keine Wechseljahre. Das weißt du doch, oder? Ja, du Idiot. Und dass dich meine Probleme einen feuchten Dreck interessieren, weiß ich auch. Was willst du? Du hast mich durchschaut. Ich suche Arbeit und dachte, du hättest welche für mich. Monster jagen oder so. Ja. Vielleicht könntest du mir tatsächlich helfen. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Das hört sich vielversprechend an. Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Das klingt merkwürdig. Interessant, ein Geheimgang. Wenn wir unten angekommen sind, beenden wir auch die Folge. Sie war wieder lang genug, wie ich sehe. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Kommentare, Likes, vielleicht sogar ein Abo. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis dahin, euer Sarex.